Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thomas. Ich nehme an, du bist im Homeoffice, oder? Home Office ist das nicht mehr. Nein, nein, ich arbeite nicht. Und was ist eigentlich Office? Was heißt das eigentlich? Büro, ne? Also richtig, Büro? oder gibt es auch mehr Bezeichnungen dafür? Nee, ich glaube, Office Ja. ist Büro, das ist ganz Ja. klar definiert. Ja. Ich habe kein Büro mehr. Ich habe nur noch Plätze, wo ich mich wohlfühle. Also wenn man das Büro nennen mag, dann Ja, jetzt natürlich. beim Podcast bin ich, jetzt bin ich Homeoffice, jetzt bin ich verkabelt, offiziell, mit Sticker, Naja, Podcaster. ich habe ja hier zu Hause auch kein Office in dem Sinn, also kein Pult oder so. Mein Office ist meistens auf dem Sofa. Jetzt bin ich im Bett, weil hier die Akustik ein bisschen besser ist. Es hallt dann nicht so, weil es so leer ist. Aber ich kann mich erinnern, Homeoffice war beim einen Arbeitgeber, bei Johnson & Johnson, war das ein interessantes Thema. Also es wurde da also gefördert, es war erlaubt und viele machten es, weil ja, viele waren auch viel unterwegs und ja, mussten halt irgendwo zwischen Tür und Angel arbeiten können. Also hatte fast jeder ein Notebook zur Verfügung und konnte von überall aus arbeiten. Und das habe ich dann auch genutzt. Also ich bin dann häufig am Morgen ins Büro gefahren. Das ist nur etwa so 15 Minuten den Arbeitsweg. Ich glaube, ich habe dann meistens auch noch in der Kantine gegessen, damit ich nicht kochen musste. Und irgendwann war es mir dann langweilig oder irgendwie nicht mehr so motiviert. Dann sagte ich, okay, ich gehe ins Homeoffice und habe dann den Mac, also den Notebook offen gehabt. Mail war offen, ich war erreichbar, aber ich habe dann alles Mögliche gemacht, von Rasenmäher über Waschen und einfach so die ganze Hausarbeit und nebenbei noch ein bisschen, ja, gearbeitet, in Anführungszeichen. Aber es war halt auf eine Art war es eine schöne Zeit. Du kannst nicht rausgehen im Sommer, weil es zu hell ist für den Bildschirm. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Also du musst da schon irgendwo im Schatten oder im Dunkeln, also dunkel drinnen sein. Aber die Frage ist nun, ist Homeoffice Freiheit oder eine Belastung oder eine Ausbeutung durch den Arbeitgeber? Wie siehst du das? Ja, von allem ein bisschen. Also es gibt sicher Typen, die das sehr gut machen können. Kommt auch ein bisschen auf den Job an. Also was weiß ich, wenn ich jetzt Redakteur bin oder sowas oder du bei Software oder Controlling-Sachen, das kann man sehr gut von überall machen und da braucht man auch nicht so viel Interaktion mit anderen. Also wenn ich jetzt Aldi an der Kasse oder sowas, da ist kein Homeoffice möglich, das ist klar. Aber wenn man auch so zeitlich kleine Kinder zu versorgen hat oder sowas, dann ist das wirklich eine prima Sache. Sonst muss man immer den weiten Weg zur Arbeit machen und dann wieder zurück. Das verschleudert Zeit. Dann darf man sich auch nicht so ablenken lassen. Also man muss motiviert dafür sein. Also es gibt sicher ein paar Argumente, die vom Typ her, wo es passen muss. Und andere brauchen dann, was weiß ich, den Tratsch mit den anderen oder also in Anführungsstrichen oder den Austausch. Also das ist so ein ganz schmaler Grat. Viele wünschen sich das und ich glaube, das wird auch gerade ein bisschen forciert von ja, Regierungsstellen oder vom Bundesministerium. Aber die Quote ist noch unheimlich gering. Ich habe da irgendwas gefunden. Ich glaube, in Dänemark und Island machen 30% öfters Homeoffice, in der Schweiz sind es 15% und Deutschland nur 8%, die es Ja, manchmal machen. Also ich habe was es von ist wirklich. 12% gelesen in Deutschland. Ja, Ja, es ja. machen nicht so viele, es möchten viele machen, wobei ich bin nicht sicher, ob sich alle bewusst sind, was das bedeutet, weil einerseits ist man dann isoliert, man hat keine Kommunikation mit anderen, also so zwischen der Arbeit. Man verpasst dadurch wichtige Informationen, die man jeweils auf dem, sag mal, Latrinenweg, sagten wir jeweils, erfasst oder bekommt. Flurfunk, Flurfunk. Genau. Das war auch als Nichtraucher ein Problem. Wenn die wichtigen Personen geraucht haben, haben die beim Rauchen sehr viele Informationen ausgetauscht und da hast du meistens die wichtigen Informationen erfahren, die nicht offiziell kommuniziert wurden. Oder schneller, ne? Ja, schneller, genau. Also je nachdem, wer geraucht hat, war das ein Vorteil. Ja, Ja, das du bist halt ist. immer erreichbar oder musst immer erreichbar sein. Der Chef geht unter Umständen davon aus, du hast ein Notebook, du bist zu Hause, du kannst jederzeit einloggen, er schickt dir vielleicht auch nachts um 10 noch eine Mail und du bist dann irgendwie
ja, wenn du nicht dich stark genug abgrenzen kannst, denkst du, ich muss diese auch wieder beantworten in der nötigen Frist. Und dann, ja, ist das dann eine permanente Verfügbarkeit, die dann nicht mehr so gesund ist. Ja. Ja, das glaube ich, dass viele das unterschätzen. Also einerseits wird ja gesagt, machst wieder Homeoffice. Also klingt ja so ein bisschen komisch manchmal. Ja, faul. Ja, also das ist wirklich ein Vorurteil. Also glaube ich auch. Also ich glaube das. Ich habe immer Homeoffice gemacht, wenn ich wichtige Sachen zu erledigen hatte, so ein Quartalsgespräch oder ein Jahresgespräch oder die Jahresplanung oder Preisfindungsrunden. Da ist man so konzentriert und dann habe ich auch mal sozusagen auch mal meinen Biorhythmus sozusagen benutzt. Also ich könnte ja nie um 8 Uhr morgens da Zahlenkolonnen durchrechnen. Ich habe meine Zeit eher am Nachmittag oder am späten Abend oder da kenne ich auch manchmal gar keine Grenze. Da gehe ich immer weiter und weiter. Und das ist dann dafür genau geeignet. Und das vor allen Dingen, was mich sonst immer gestört hat bei solchen Sachen im Büro, selbst wenn es ein geschlossenes Büro ist, du bist ja, wirst ja immer abgelenkt und also in Anführungsstrichen gestört. Also klar, wenn man Vorgesetzter ist, dann hat man das, aber da stürmt auch mal die Tür ein und klingelt das Telefon oder du kannst nicht alles abstellen. Und das ist der wirkliche Vorteil. Also dass ich das jetzt immer machen müsste. Also ich finde, da muss in der Firma auch die einerseits die Vertrauenskultur da sein, dass die Vorgesetzten, Geschäftsführer und sonst was das wirklich vorurteilsfrei befürworten, auch die technischen Voraussetzungen dafür machen, weil nicht jeder kennt sich da mit Tunnel und irgendwelchen Software-Dinger da aus. Und es muss halt auch eine Kultur da sein. Also ich habe das mal erlebt, ich habe Außendienstmitarbeiterin gehabt, die immer gesagt hat, ich bin Einzelkämpfer. Und dass dann so eine Art Meetingkultur da ist, dass auch Absprachen weitergegeben werden. Du, wie du schon sagtest, du bist dann weg. Du bist nicht da. Also die vor Ort sind, die denken nicht daran, alle Informationen weiterzugeben. Du bist ja auch nicht da, es ist ja auch schwierig, du musst ja dann irgendwie einen Weg finden, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und das kannst du ja nicht einfach so, ja, du musst dann neue Kommunikationswege finden, damit alle alles mitbekommen. Ja, das ist, also ich habe echt verstanden, ne? Die sagte immer, ich kriege nichts mit und dass man da ewig dran denken muss, also jetzt in Anführungsstrichen, die Informationen weiterzugeben und in welcher Form auch immer schriftlich, ist halt immer zu wenig eigentlich, ne? Weil, Ja, und man hört es jetzt gerade im Hintergrund, man wird gestört zu Hause, jetzt hat einer da mit der Bohrmaschine am Hantieren. Ach so, ich dachte schon, die Leitung wäre schlecht. Nee, es ist da einer ein Heimwerker. Das ist natürlich das Problem auch zu Hause. Wenn du Kinder hast, kannst du einerseits die Kinder zu Hause dann gleichzeitig betreuen oder halbwegs, aber du musst dann schauen, dass du nicht abgelenkt wirst. Du kannst dann arbeiten, wann du fit bist, kannst dann irgendwelche Zeit frei einteilen, kannst zum Arzt gehen zwischendrin, du kannst einkaufen gehen. Du hast ganz viele Vorteile, das ist schon nicht schlecht. Du sparst dir den Arbeitsweg. Theoretisch müsste der Arbeitgeber aber auch deinen Arbeitsplatz dann einsparen oder wenigstens reduzieren, dass du dann für 10 Mitarbeiter vielleicht nur noch 8 Arbeitsplätze hast und die dann flexibel dann verteilt werden, weil sonst macht es ja keinen Sinn, wenn du einen Arbeitsplatz hast im Als Büro. Arbeitgeber auch. Jetzt, ne? Ja, und wenn du natürlich 1 bis 2 Tage zu Hause arbeitest, dann brauchst du keinen fixen Arbeitsplatz. Ja, die Work-Life-Balance musst du halt dann selber einteilen und schauen, dass das funktioniert, weil es schaut dir dann niemand. Und wenn du deine Arbeit gut einteilen kannst, dann hilft das natürlich schon. Aber auch am Morgen, du hast keine Zeit irgendwie zu erwachen, doch das schon, aber so von zu Hause ins Büro, den Arbeitsweg, hast du ja Zeit, dich umzustellen, dass du jetzt arbeiten gehst zu Hause. Ja. Gehst du duschen, kommst raus und musst dich nicht mal umziehen, weil du musst ja keinen Dresscode erfüllen. Du kannst theoretisch im Pyjama im Bett arbeiten, was aber auch nicht gut ist. Du musst irgendwie so eine Umstellung finden, dass du jetzt anfängst zu arbeiten, damit du auch der Körper weiß, jetzt wird gearbeitet und alle Ablenkungen sollten dann vermieden werden.
Man sagt ja, mental zur Arbeit gehen. Ne? Also genau. Ich habe sonst diese eine Stunde Fahrt gehabt, das Pendeln, das war zuletzt echt nervig. Aber es ist halt eine Stunde, wo du hinkommst und eine Stunde, wo du wieder abschalten kannst. Mhm. Ne? Und hier einfach Tür auf, Tür zu, ja, das ist zu wenig, glaube ich. Ne? Man muss wirklich auch einen eigenen Raum, also wie auch immer der gestaltet ist, sozusagen dafür haben, dass man sagt, okay, jetzt bin ich offiziell oder wie auch immer. Und so, dass das zwischendurch, ich weiß nicht, ob das, klar kannst du das alles machen, du sagst jetzt, ne, eine Stunde mache ich das, eine Stunde, dann muss die Wäsche wieder rausgeholt werden oder was auch immer. Klar, das geht alles, aber wenn, ja, also manchmal war es halt nicht so einfach, ne? Wenn die Voraussetzungen dafür da sind, dann ist sicher gut. Also wie gesagt, ich kenne viele auch damals bei meinem Verlag, die auch von weit weg her kamen, die das einfach toll fanden. Dann muss man einfach nur Prozesse beobachten oder Dokumentationen erstellen. Das kannst du wirklich zu jeder Zeit machen. Das kann man auch mal wieder mal unterbrechen und dann wieder weitermachen. Das ist, ich sag ja, da braucht man bestimmte Berufsbilder dafür, wo es besonders gut geeignet ist. Also, ja, natürlich. Redaktionsgeschichten oder sowas, da macht man halt die Story und da kann man auch nahtlos wieder weitermachen. Und das ja, ich habe es am meisten gehabt, wenn Frauen jetzt Kinder gekriegt haben und dann nach einem Jahr oder nach anderthalb, zwei Jahren wieder zurück wollten, die dann sozusagen langsam reingeglitten wieder sind in den Job. Und da ist das wirklich eine optimale Sache. Und da hat der Arbeitgeber auch eine Menge von. Der erleichtert den Wiedereinstieg. Er hat wirklich, wie du gesagt hast, auch Kosteneinsparung und kann das Personal binden. Also wenn die auf die Fahne schreiben, Homeoffice-Modelle, wie auch immer die aussehen, bieten wir an, dann ist man wirklich ein attraktiver Arbeitgeber. Und das sollte eigentlich noch mehr gemacht werden, aber muss halt ein bisschen darauf vorbereitet sein. Ne? Dass, wenn du sagst, oh ja klar, jetzt mache ich Homeoffice, klingt toll, aber dann passiert nichts, dann bist du auch nicht zufrieden, der Arbeitgeber ist auch nicht damit zufrieden. Also weil die Kontrollmöglichkeiten sind schon enorm. Also wenn man will, kann man da wirklich genau gucken, wo du wann was gemacht hast. Und wenn man böse ist, dann kann es auch ja, nach hinten losgehen. Ne? Ja, aber das kannst du ja im Büro auch. Also die IT kann ja alles machen, wenn sie möchte. Ja, das stimmt. Ist gesetzlich natürlich nicht erlaubt, aber du bist genau auch unter Kontrolle, wenn der Arbeitgeber das will. Aber schwierig ist natürlich auch die Mitarbeiterführung. Dein Chef, es ist natürlich nicht so einfach, ja, wenn du da nicht da bist, wobei man es einfach andere Arbeitsprozesse haben und Kontrollmechanismen, dass du deinen Job machst. Mhm. Aber zu den Müttern, die schwanger wurden, habe ich ja noch eine lustige Geschichte, die sagten dann alle, ja, ich brauche einen Remote-Zugang, dass ich dann von zu Hause aus arbeiten kann, wenn ich dann das Kind da ist. Mhm. Dann sind sie irgendwann verschwunden, die Niederkunft. Mhm. Wir konnten jeweils schauen, wann sie sich zuletzt eingeloggt haben mit diesem System. Aha. Und die meisten, die Kinder bekommen haben, haben sich nie eingeloggt, weil sie gar keine Zeit hatten, sich einzuloggen, weil diese Umstellung von Mutter zu Mutter so groß war, dass sie gar nicht dazu kamen. Also sie haben alles unterschätzt, das Kinder kriegen und dachten, gut, ich kann dann nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Ja. Das ging nicht, das habe ich mehrfach erlebt, das fand ich noch interessant. Ja. Also die möchten zwar das schon tun, aber es geht dann nicht mehr. Ich finde immer in allen Broschüren oder wo das dann, da kommen diese komischen Stockbilder, wo da so eine Frau ne, am Laptop sitzt und daneben so ein Kindchen im Arm hält. Boah, das ist doch überhaupt null Realität. Das ist doch totaler Quatsch. Ja, es sieht halt modern aus oder es sieht halt nach Multitasking oder... Ja. Aber du kannst dann nicht mit einer Hand das Kind halten und auf der anderen Hand dann Laptop eine E-Mail schreiben. Das geht. Ja. Aber also, das Bild sehe ich so oft, ja, das ist so lächerlich. Ja, wie auch immer. Also soll man, wie gesagt, also ich kenne genügend, die das so gemacht haben, ne? Der langsame Einstieg und finde ich eigentlich auch, was ich noch, was immer so vorurteilshaft da mitschwingt, ist, dass die, die das machen, also meistens sind es ja komischerweise Frauen, ne? Also wenn, sag ich erstmal, Mitarbeiter, geschlechtsneutral, die gelten dann irgendwie nicht als, wie sagt man, Top-Performer oder sowas, also die nicht so auf Karriere aus sind.
Das schwankt immer so ein bisschen Ja, mit, ne? ja. Dass das nie die höchsten Ebenen machen, die ja dann, ne, zack, immer vor Ort, die sich das nie erlaubt haben oder wie auch immer. Also ich glaube, in vielen Kulturen, Firmenkulturen ist das so eine Art Karrierekiller. Also wenn man nur so Homeoffice macht, nur so Homeoffice macht, weil die ja so unsichtbar sind, ne? Die können nicht auftrumpfen. Also sind, ja. Also ich fand es immer so ein bisschen schade. Ja, weil die stehen nicht im Sonnenlicht, sagen wir es mal so. Ne? Also andere, wenn da so eine Präsentation kommt, da kann man, ne, tralala, und dann wird noch im Flur drüber geredet. Und aber so, dass die sind einfach, ja, find ich ein bisschen merkwürdig. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, glaube ich. Ja, du bist halt abwesend. Wenn du nicht anwesend bist, dann bist du irgendwie nicht da und wirst auch nicht wahrgenommen. Mhm. Egal, wie gut deine Arbeit ist, das ist schon so. Mhm. Ja. Ja, und ich finde es auch schwierig, also permanent kannst du das wahrscheinlich nicht machen. Und auch der Transport von Unterlagen und Geräten, du musst auch ein Notebook unter Umständen hin und her tragen und je nachdem vielleicht auch noch Unterlagen. Das geht halt schon nur, wenn das Büro alles digitalisiert ist und du nicht mit physischen Dingen zu tun hast. Also ich glaube, es ist schon eine sehr geringe Menge von Mitarbeitern oder Jobs, die das machen können. Wenn du mal was vergessen hast, dann ist das auch schwierig. Oder dass ein Internet nicht funktioniert oder sonst technische Probleme, dann bist du sofort aufgeschmissen. Im Büro kannst du wenigstens noch ein bisschen aufräumen oder Ablage machen oder so. Ja. Oder mit Leuten reden. Aber wenn zu Hause das Netz nicht geht, dann bist du tot. Dann kannst du wirklich nichts mehr tun. Ja, ich habe es ja nur so periodenweise gemacht. Dann gab es halt jedes Mal irgendwelche anderen Sachen. Da musste ich auch jedes Mal wieder nachdenken, wie ging das eigentlich? Da musst du so einen komischen Code eingeben. Ja, natürlich. Klar, Sicherheit ist, das war extrem schwierig, fand ich jetzt, obwohl ich mich da schon einigermaßen auskannte. Aber da muss ich jedes Mal gucken, welche Reihenfolge ich jetzt eingebe. Ich habe auch dutzendmal aus Versehen auf Drucken gedrückt und da ging im Büro das Ding los. Genau. Ja, du kannst nicht. Also wenn du mit VPN verbunden bist, kannst du technisch, ist das so ein Tunnel, du kannst da nicht außerhalb dieses Tunnels was machen, also kannst du nicht zu Hause ausdrucken, musst du irgendwie abspeichern, dann die Verbindung trennen und dann ausdrucken. Das ist eben alles so, es ist auch langsamer, Performance ist meistens nicht so gut, also hat auch sehr erschwerende Dinge. Es ist wirklich einfach nur die Freiheit, dass du ortsunabhängig bist. Aber das fand ich dann schon schön. Also, natürlich. Wenn ich nochmal irgendwie, weil bin auch viel unterwegs oder wo ich da 3 Monate in Neuseeland war, dass ich da immer meine Stories fürs iMagazine einfach so weitermachen konnte, das ist schon cool. Also das habe ich jetzt nicht als Homeoffice bezeichnet, aber sagen wir nur die Möglichkeit, dass man von überall was machen kann. Das ist schon klasse. Also gerade so als Kreativer, ne, der hat sozusagen 100% Homeoffice, ne? Also finde ich schon klasse. Und also ich finde es auf jeden Fall toll, wenn man sich zu den Zeiten arbeiten kann und diese geringe Ablenkung. Das ist schon, also da ruft dich im Prinzip nicht sehr viele Leute an. Also ich hatte auch Kunden, die haben, sagen wir, die Agenturen waren dann auch Homeoffice-mäßig unterwegs. Da hat man sich immer so ein bisschen gesträubt, sagt, okay, schicke ich lieber eine Mail. Und das ist ja sowieso auf diesem Wege, dann auch kannst du Unterlagen mitschicken und dann ist es auch eindeutig. Und dann kann man wieder konzentriert weiterarbeiten. Also so. Und du konntest gut Job und Privates trennen. Also hast du dann wirklich um 17 Uhr gesagt, jetzt ist fertig, jetzt bin ich da. Oder je nachdem, einfach wenn deine Arbeitszeit erfüllt war. Genau. Dass du dann sagst, jetzt habe ich genug gearbeitet. Ich glaube, das ist, also für die eher faul sind, die arbeiten wahrscheinlich zu wenig und die dann eher so Workaholic sind, die können dann nicht mehr aufhören. Für mich sind das ja Projekte. Die haben einen Start- und Endzeitpunkt und da muss erledigt werden. Und ich konnte die Zeit eigentlich immer ganz gut einschätzen. Also ich war nie einer, der den Druck braucht, morgen muss ich abgeben, da fange ich am besten übermorgen mal an. da habe ich schon, sag mal, einen genauen Plan gehabt, wann, wo, wie, was, welche Unterlagen ich brauche und das dann kontinuierlich abgearbeitet. Aber ich habe mich auch schon oft genug ertappt, dass es halt sehr, sehr spät wurde. Aber ich hasse es, wenn ich einmal im Flow bin, dann unterbreche ich mich nicht. Ich glaube, das ist nicht gut, weil jeder braucht mal eine Pause zwischendurch. Aber ich kann mich sehr, sehr lange unheimlich gut konzentrieren. Also das fällt mir nicht schwer. Also dann kann ich auch, dann will ich es auch rund haben.
Und wenn ich dann wieder neu angehe, das ist wie so ein Sägeblatt, ne, dann bist du wieder auf dem Peak, dann musst du wieder ganz unten wieder Motivation wieder anmischen, dass das dann weitergeht. Ich glaube, für viele ist das Problem. Ne? Sagen, jetzt muss ich wieder oder sowas, ne? Weil da schaut ja auch keiner so auf die Finger. Nee, natürlich nicht. Das ist komplett Selbstantrieb, muss hoch genug sein. Also mit dem Das Abschalten, klar. Ja. Ich ja, weiß aber ich nicht. hatte halt einfach auch das Problem, dass ich dann am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen nochmals reingeschaut habe, ob ich da jetzt noch E-Mails hatte oder nicht. Und dann am Morgen zum Teil auch, bevor ich ins Büro fuhr, um noch zu schauen, war da was in der Nacht? Wir hatten auch viel mit Amerikanern zu tun bei Johnson & Johnson. Da hast du zum Teil auch zu Hause schon ein paar E-Mails abgearbeitet. Das ist natürlich auch nicht gesund. Also Homeoffice, es gibt auch Studien, das macht eher krank als ein Job im Büro, weil du irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so recht weißt, was läuft. Kommt natürlich darauf an, wie sehr, dass du auf deine eigene, wie du alleine arbeiten kannst und wie sehr dass du von anderen abhängig bist. Aber du bist immer so ein bisschen unsicher, was jetzt läuft, du musst immer wieder schauen, was da reingekommen ist. Und ich glaube, das macht es nicht einfacher als im Büro. Da weißt du eigentlich permanent, woran du bist. Du kommst und gehst und hast eine klare Trennung. Genau, siehst auf dem Flur die Gesichter und die Launen und was auch immer, ne? Das sieht man so alles nicht. Aber ich hab auch eine Zeit lang, wir haben beim Verlag haben wir iPads zur freien Verfügung bekommen. Also konntest du auch privat nutzen, aber halt auch mit allen Zugängen und der Software und Datenbanken, die wir brauchten. Prima Sache, also hab ich geliebt, aber ich war teilweise so blöd, am Sonntag da reinzugucken. Nein, da habe ich mich hinterher richtig geärgert. Ich war auch mal im Urlaub und da war irgendwas ganz schief gelaufen und das hat mir echt den ganzen Urlaub versaut. Also das war so echt, ich habe gesagt, ich Doofi, wieso gucke ich da rein? Ne, vielleicht ist es schon in 10 Tagen schon längst erledigt, ne, weil irgendjemand hat ja da Zugang und also ist ja nicht so, dass da keiner reingucken kann, wenn ich nicht da bin, weil da gibt es ja Vertretungen. Aber da habe ich mich echt so geärgert und dann tatsächlich dafür eine Lösung gesorgt, obwohl es, ja, wie auch immer. Also das habe ich hinterher nicht mehr gemacht, habe das Ding ausgeschaltet und fertig. Also da waren wir, am Anfang war es alles so als Test, ne? Machen wir mal. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir brauchen doch ein paar Regeln dafür. Ich glaube auch große Firmen wie VW oder sowas, oder Mercedes, ich weiß jetzt gar nicht, irgendeine Autofirma, die schicken nach Freitagnachmittag überhaupt keine Mails mehr raus. Die werden einfach Ja, gespeichert und am Montag wieder rausgeschickt, damit da sowas nicht passiert, weil wenn die Firma brennt, dann kriegst du sowieso einen Anruf. Dass da nicht unnütze Sachen, also die Leute zusätzlich belasten, weil die Abhängigkeit ist schon, oder die Verführung, sagen wir es mal besser so, die ist kann schon enorm sein. das war ja die große Erlösung, als ich dann im öffentlichen Dienst beim Kanton gearbeitet habe. Da Wurden gab wohl es. da gar keine Mails mehr geschickt nach 12. Nee, da gab es keine Telearbeit, also kein Homeoffice. Das war dort gar nicht erlaubt. Das war Ach so. vom Personalgesetz her nicht vorgesehen zu diesem Zeitpunkt. Und Wegen. da wusste ich, am Freitag konnte ich gehen, so 4 Uhr, 5 Uhr. Und ich wusste, bis am Montagmorgen um 8 Uhr habe ich keinen Zugang. Und da hat mich auch keiner gestört. Ich hatte kein Ist doch nicht Telefon, schlimm. nichts. Das war doch früher auch nie Nee. anders. Das war Freiheit pur. Da hatte ich am Anfang, hatte ich da gar nicht, hatte ich fast, ich konnte es kaum fassen, hatte fast ein schlechtes Gewissen und gedacht, ja, aber jetzt weiß ich ja gar nicht, bis ich dann realisiert habe, ja, du musst doch gar nichts wissen, du hast da jetzt frei. Das war natürlich schon so schleichend bei Johnson & Johnson. Du wusstest immer Bescheid und immer gab es irgendwas zu tun. Und wenn du da so ein bisschen Workaholic warst oder viel Zeit hattest, dann hast du auch sehr oft da reingeschaut und nachher warst du einfach nur Ruhe. Weshalb hast du eigentlich gewechselt? Weshalb? Weil der Job bei Johnson & Johnson zu langweilig war irgendwann. Ach so, und beim Da hatte ich Kanton war es ein. spannend. Nee. Ja, gut. Gut gekontert. Also bei Johnson & Johnson war ich 10 Jahre und habe da am Schluss habe ich da im Bereich Compliance gearbeitet, musste nur noch Dokumente Okay, prüfen, klar. ob das alles in Ordnung war, die dann abhaken, unterschreiben, einscannen und wieder zurückschicken. Hatte einen Ja, Vorgesetzten in den spannend. USA und da war ich einfach so eine kleine Nummer und habe da meinen Job gemacht. Das war sehr langweilig. War zwar gut bezahlt, ich konnte viel von zu Hause aus machen,
Aber es war dann irgendwann genug. Und dann beim Kanton war es wieder was so im Support, wieder mit Leuten helfen und so Service-Desk-mäßig. Von Arbeitsweg her gleich weit. Und es war nicht, also der, wie soll ich sagen, der Drive war etwa halb so schnell oder noch weniger beim öffentlichen Dienst. Und ja, es war im Prinzip so die Vorbereitung zu meinem Frugalistenleben. Zuerst war es 100%, dann 90%, dann 60% und dann habe ich aufgehört. Das war eigentlich eine gute Vorruhestand sozusagen. Sprungbrett. Ja, Sprungbrett in die Aber ich meine, Freiheit. Das wusste ich damals natürlich noch nicht. aber du konntest auch dann gut das mit der Fotografie kombinieren. Genau, das kam hinzu. Also ich konnte es gut mit der Fotografie kombinieren, konnte da auch viel reisen. Man hat Arbeitszeit gestempelt. Das war bei Johnson & Johnson nicht so. Da hast du einfach gearbeitet, bis du deinen Job gemacht hast. Und beim Kanton hast du jede Minute Überzeit, konntest du, da musstest du wieder beziehen. Und da, ja, habe ich dann schon immer mal geschaut, dass ich genügend Überstunden hatte. Ja, da ich jetzt Homeoffice, ja. Ich habe noch Ich bin einen ja, Fun Fact gefunden. jetzt, ja, Wenn bitte. sich ein Mitarbeiter im Büro einen Kaffee holt und stürzt, ist das ein Arbeitsunfall. Wenn dir das zu Hause passiert, Das dann ist hat er Pech Freizeit, ne? gehabt. Genau. Ist doch interessant. Also Ja, rechtlich aber. gesehen ist das irgendwie, kannst du das nicht so gut abgrenzen, dass du da am Arbeiten warst, offensichtlich. Ja, aber das finde ich auch nicht gerecht jetzt irgendwie. Ne? Aber halt die, ja, ich glaube, der Arbeitgeber muss ja auch dafür nutzen, sorgen, dass da gefahrenfrei gearbeitet werden kann. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, ne? Weil der Zugriff da ist auch Ja, gering. wobei, da kannst du nicht einen nach Hause schicken und schauen, ob dein Arbeitsplatz ergonomisch und Ja, sicher und alles ist. ja, da gibt es ja So ein auch. TÜV. Ja, doch, da gibt es ja auch, ich glaube, alle 2, 3 Jahre ging bei uns da so eine Art, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und so Ja, ein Tat, die hat dann jeden Bildschirm zurechtgerückt im und, Büro schon, aber der kommt nicht zu dir ja. nach Hause. Ja, aber wenn Zu du, ich meine, du Hause musst könntest halt du wie ein Croissant Schlund. auf dem Sofa hängen und arbeiten, das interessiert den dann nicht. Also von dem her Ich habe muss man schon schauen. Rückenschmerzen. Genau, dass man einen guten Arbeitsplatz hat und die Infrastruktur und so. Man hat dann auch mehr höhere Stromkosten wahrscheinlich, wenn man zu Hause arbeitet und permanent dann Strom bezieht. Also es hat natürlich viele Vor- und Nachteile. Also ich würde sagen, so ein Tag in der Woche kann man problemlos machen. Zwei auch, ja. Zwei wahrscheinlich auch, aber wenn es dann mehr wird, wird es wahrscheinlich dann schon schwierig. Einerseits auch wegen der Isolation und du bist dann Ja, zwar aber ich. immer gesund, weil du keine Ansteckungsgefahr hast von Grippeviren im ÖV zum Beispiel. Stimmt, die sind weniger krank. Also das habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, aber du hast dann andere Krankheitsbilder, ebenso, weil Ach du so, halt ja. nicht so gut involviert bist mit Kommunikation mit anderen Menschen, je nachdem, was du zu Hause dann machst. Wenn du natürlich mit den Kindern oder mit deinem Partner was machen Ja, kannst gut. zwischendurch, dann geht es natürlich auch, wenn beide arbeiten zu Hause. Oder dann mehr Sport machen kannst, den Ausgleich. Es geht dann um Work-Life-Balance auch zu Hause, dass du da nicht nur arbeitest. Genau. Ja. Aber ich finde, dass so 1, 2 Tage in der Woche, das ist eine prima Sache. Ne? Dann, also ich habe das so erlebt, weil viele sagen dann auch, müssen sich auch merken, die dann im Büro sind, ah, freitags nie da oder irgend sowas. Ne? Dann geht das auch, sag mal, in die Kultur über. Aber wenn dann einer also immer so alternierend irgendwo, mal da, mal nicht da, dann ist derjenige schwer einzuschätzen. Und dann so macht es ein bisschen leichter, dass man da. Wenn man 10 Leute hat, wenn da 2, 3 an bestimmten Tagen nicht da sind, dann geht das auch sicher ganz gut. Und Ja, ja. natürlich. Eine Frage der Einstellung und der richtigen Arbeitsweise. Genau. Ja, genau. Ja, schön. Ja, schön. Dann bleibe ich Ich hier hatte im noch, Homeoffice. genau, Ja, was ich hast du hatte noch noch? einen Nachtrag hier zum Hangout letzte Woche. Wir hatten ja ein paar Newbies dabei, ne? Die Annette, Igor und die Bea. Wie fandst du das, die Runde? Das war sehr gut. Wir waren zusammen 7 Personen. Ich Sieben, denke, genau. Von der Das. Größe her ist Ja. es das obere. Also wenn jeder was sagen möchte und soll, dann wird es sonst dann schwierig, aber es hat sehr gut funktioniert.
Ja, wir haben uns gut unterhalten. Ich denke, es sollten wir schon regelmäßig machen, einfach auch um gewisse Themen zu besprechen. Und jeder hat ähnliche Sorgen oder ähnliche Herausforderungen und die können wir dann sehr gut miteinander ja, abgleichen. Vielleicht ist die Schwierigkeit ein bisschen zwischen Deutschland und der Schweiz, weil halt gewisse Prozesse oder Gesetze anders sind. Aber so Aber schön. minimalistische Sparthemen und so sind überall gleich. Das stimmt schon. Das war Genau. gut. Ja, ich hatte noch Feedback von der Annette, die hat mir noch geschrieben, dass es sehr gut gefallen hat und beim nächsten Mal auf jeden Fall, wenn er dabei ist. Der Igor hat mich noch angerufen, sagte, ja, war alles ein bisschen neu, ne? Aber er hat sich gefreut, dass er dich mal wieder gesehen hat. Und ja, bei mir war es ja auch beim ersten Mal, muss man erstmal ein bisschen eingrooven, ne, in diese Technik da, wie das funktioniert. Und dann ja, da haben wir noch den Walter, der auch immer jede Menge zu sagen hat. Ja, jeder hat was zu sagen, jeder ist auf einem anderen Level oder Stufe und jeder kann da meistens irgendein Feedback geben zu einer Frage. Von dem her ist es schon ein guter Austausch, weil du findest da sonst wenig Gleichgesinnte, die da zu den Themen was zu sagen haben. Und von dem her finde ich das schon sehr gut. Ja, vielleicht rufen wir jetzt mal auf, ne, dass die daran teilnehmen wollen, ein Thema vorschlagen, und dann können wir dann, wo wir sozusagen eine gewisse Runde zusammen haben, dass wir da uns einem Thema vielleicht ein bisschen widmen. Haben wir jetzt noch ein paar Genau, Tage das Zeit. nächste Mal wird dann am Sonntag, 27. Oktober sein. Genau. Immer der Gut. letzte Sonntag im Monat um 19 Uhr. 19 Uhr. Sehr gut. Okay. Ja. Dann wünsche ich Dann, dir einen entspannten Tag. genau, out of office. Out of office, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas. Tschüss, Thomas.